Das folgende Programm enthält Passagen, die als witzig betrachtet werden könnten, eventuell sogar als sehr witzig. ProSieben distanziert sich ausdrücklich nicht von den Inhalten. TV Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Ja, genauso aus wie der Alte. Total ist endlich raus aus der Pause, du. Ihr kleines Service-Magazin hier bei ProSieben. Ab sofort passen wir wieder auf diese ganzen Fernsehgarten-Kiwis, Bumsinsel-Dating-Kandidaten und Florian Silbereisens da draußen in der Welt, ja, damit wir nicht komplett verblöden. Und Wolfgang, mir ist das sofort aufgefallen. Du siehst Hammer aus. Hammer siehst du aus. Willig. Ah. Du hast auch trainiert, ne? Ja, also auch schön trainiert, ja. Oh, was war dein Motto für den Sommer? Hast du ein Motto? Erholen. Da warst du kreativ, ja. Ich habe ein neues Motto. Und zwar heißt das Yes, I can. Wer hat Barbie gesehen? Okay, Begeisterte und da hinten, ich schäme mich. Wer hat Oppenheimer gesehen? Ja. Oh, ich habe das Gefühl, die Atombombe kam besser an als die Blonde. Das ist krass. Was für ein Duell an der Kinokasse, oder? Barbie gegen Oppenheimer. Ein Film über die grauenhafteste Erfindung der Menschheit, unter der wir seit Jahrzehnten leiden. Und ein Film über die Atombombe. Ich muss sagen, ich fand Barbie geiler. Ich fand Barbie wirklich geiler. Und damit herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Hallo, zurück aus dem Urlaub. Wir hoffen, Sie hatten eine gute Zeit. Und wer uns noch nicht kennt... Herzlich willkommen, wer immer du bist. Wir wissen ja nicht, was Sie gemacht haben. Ich habe mir noch mal alle Folgen TV Total angeguckt. Der Sommer startete hier ja ganz gut. Zeit für romantische Stunden am Ufer. Für dich schiebe ich die Wolken weiter. Ja. Gott sei Dank hat der Bademeister nachgeholfen. Dies ist ein FKK-Strand. Bitte ziehe sich aus. Irgendwann war es das aber mit dem schönen Wetter und schwupps hatte man sich eine Sommergrippe eingefangen. Meistens zog es aber natürlich wieder in den Süden. Alleine schon wegen der Sprache. Ah, che buono, mamma mia, che meraviglia, fantastico. Das ist doch geistiger Dünnschiss. Bei der diesjährigen Affenhitze hieß das oberste Gebot natürlich trinken. Viel trinken. Und bei jeder Gelegenheit für Abkühlung sorgen. Profis wissen natürlich, dass man sich auch im Meer schützen muss. Warum geht man mit Sonnenbrille ins Wasser? Wenn man besoffen ist. Da war der Ausflug in die Stadt oft die bessere Wahl. Leider sind hier nicht nur friedliche Urlauber willkommen. Was hat Tourismus mit Terror zu tun?
Tourismus belebt die Region, bringt Umsatz, bringt Geld. Auch Camping stand dieses Jahr wieder hoch im Kurs. Kein Wunder, Camping, das ist einfach grenzenlose Freiheit. Auch für die Zelte. Und Camping ist natürlich auch kulinarisch wertvoll. Da heißt's 3 Wochen. Ravioli! Wer es lieber komfortabel haben will, reist mit dem Wohnwagen. Ist allerdings technisch anspruchsvoller. Manch einer soll gar nicht erst weggekommen sein. Und übrigens, kleiner Tipp, die Schrauben am Wohnwagen sollte man nur öffnen, wenn man sich sicher ist. Der größte Trend waren aber sicherlich Fernreisen. Dabei gab es sogar Erdbebenwarnungen in gefährlichen Gebieten. Das Zentrum des Bebens lag in der Nähe der Insel Lata auf den Salmonellen. Trotzdem, es warten exotische Länder mit interessanten Menschen. By the rivers of Babylon. Und fremde Kulturen. Da oben ist die Kamera. Warte mal, der Buddha muss mit drauf. Ja, das ist kein Buddha, das ist Allah. Nee, das ist eine Verwechslung. Hallo, ich bin Allah, bin 25 Jahre alt und studiere Bekleidung, Technik und Management. Inzwischen sind alle wieder aus dem Urlaub zurück. Und egal ob in der Ferne oder zu Hause, die Urlauber ziehen eine positive Bilanz. Sag mal, viva Mexiko. Gut. Sag mal, viva Kassel. Na dann, willkommen zurück im Hamsterrad. Viva Mexico! Ja. Kumpel, ich meine, Sie lachen. Nichts zu lachen hat dagegen, aber unser Kanzler, Lord Valium von Schnarchistan, oder wie wir ihn ab sofort nennen, Kapitän Olaf. Oder Captain Olaf. Und das vollkommen zu Recht. Für die Bundesregierung hat als nächster Redner das Wort der Bundeskanzler Olaf Scholz. Frau Präsidentin. Harr, harr. Oh Mann, ey. Er ist ein guter Johnny Depp, ne? Guter Johnny Depp. Er könnte auch sehr schön im Moment Werbung fürs ZDF machen, ne? Mit dem zweiten sieht man besser. Ich glaube, eigentlich hat er endlich was Cooles mit der Augenklappe. Jetzt sollte er sofort zu Putin und irgendwelche Forderungen stellen. Ne? Am besten noch mit dem Papagei auf der Schulter und dem Haken. Ah! Zack, wäre Putin raus aus der Ukraine. Glaube ich wirklich. Glaube ich, ja. Aber, naja gut, er ist Kanzler. Alle machen über ihn Witze. Wie geht's ihm eigentlich damit? Das habe ich mich gefragt. Und ich schätze mal, Das ist ein sehr schönes Gefühl. Ziemlich romantisch sogar. Ja, das glaube ich auch, dass das ein sehr schönes Gefühl ist. Vor allem beim Joggen ist er gestürzt. Ne? Das kann ja passieren. Aber warum fällt er aufs Auge? Ich meine, hat er versucht, mit dem Augapfel zu bremsen? Also, wenn ich auf eine Schnauze knalle, ich bin noch nie auf meinen Augapfel gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Noch nie, nee. Es sei denn, da lag einer und machte so ins Auge, während ich fand. Aber unter uns. So viel besser war er mit 2 Augen auch nicht. Ja? Weil er war zuletzt in einer sehr hippen Kindersendung, die da heißt Checks, die Checker-Webshow. Und da durfte Olaf als Montagsmaler ran. Und das Ergebnis, muss ich Ihnen sagen, das war sehr ernüchternd. Regal. Buch. Einhorn? Einhorn? Einhorngeschichte? Nein. Es ist pfifflig. Montagsmaler ist gar nicht so leicht. Ja. Nee. Das ist nicht so leicht, wie man denkt. Und die Zeit ist vorbei. Ja. Tut mir leid. Lös noch kurz auf, was wäre das gewesen? Was wäre es gewesen? Deutschland. Ah, das Regal war eine Deutschlandflagge, oder? Ja, genau. Ja, okay, jetzt gut, aber mit einer Farbe. Sich. Ja, genau. Was? Was soll das sein? Das soll Deutschland sein? Das sieht aus wie ein bekacktes Einhorn bei der Mondlandung. Ihr steht jetzt in vorne rein. Wo ist das Deutschland? Das schlechteste Deutschland, was ich je gesehen habe. Ne? Und das ist auch immer nur so lange witzig, bis man dann irgendwann realisiert, oh nein, der lenkt unser Land. Nein.
Ich glaube, es gibt Leute mit zwei Augenklappen, die Deutschland besser malen können als Olaf Scholz mit gesunden Augen. So, in Bayern war auch wieder ordentlich was los. In Bayern, Bayern kennen Sie ja, ne? Deutschlands Sandkasten für rechte Lausbuben. Ja, da gibt es ein bisschen Probleme. Da hat der Aiwanger Hubi, der hatte da wohl ein rechtsradikales Flugblatt, von dem er gar nichts mehr wusste. Keine Ahnung. Ja, und da musste Ministerpräsident Söder natürlich ein Machtwort sprechen. Leider hinter verschlossenen Türen. Wir haben aber einen Mitarbeiter der Staatskanzlei gefunden, der für uns das Gespräch zusammengefasst hat. Luft einmal. Ja, wir hat's da drüben, da hat man auch noch vorfahren können, da bin ich hintergewinn. Und ja, fast zwei Stunden hat der kein Zipfel, nix. Dann hab ich nicht gehen. Und da hat er die raufgemacht, haben wir noch eine Kassette rein, da von den Beatles. Und die Musik auch von einem Fisch um den anderen. Also, wie wenn's die Musik hätten, oder was? So, falls Sie es nicht komplett verstanden haben, ich übersetze mal ganz kurz. Aber schau dir mit, ja, das startet so schon und rein, ja. Die Leute und Busse gehen vorbei, haben die was angegriffen. Hat irgendeiner verstanden, was der gesagt hat? Hat das irgendeiner verstanden? Rufen Sie sich sofort einen Rettungswagen, ganz ehrlich. Wer das versteht, Friedrich Merz war übrigens auch in Bayern zu Gast. Der wollte bei einer Bierzeltrede auf dem Gillermoos-Volksfest mal richtig einen raushauen. Und da habe ich mir kurzzeitig wirklich Sorgen gemacht, weil es scheint mächtig anstrengend gewesen zu sein. Er hat ein bisschen geschwitzt. Und mit ein bisschen meine ich, der war klitschnass. Auch wieder zurückführen können in die Herkunftsländer. Das ist nicht inhuman, das ist ein Schutz für diejenigen, die wirklich schutzbedürftig sind und in der inneren Sicherheit in unserem Lande tun. Sie können kein Koalitionspartner für uns sein. Die deutsche Politik ist voll im Seefahrerwahn, oder? Ne, wirklich, Scholz wird Pirat und Merz läuft aus. Warum schwitzt er so? Was hat er? Was hat er? Hat er zu scharf gegessen? War er beim Inder? Was ist es? Ja? Verträgt er das bayerische Bier nicht? Wie kann man so schwitzen? Ja? Ich glaube, hier hättest du mit Merz locker 10.000 Haushalte per Fernwärme versorgen können. Ne? Oder du nimmst ihn demnächst so als Salzleckstein für eine Kuhwiese. Am besten hat mir aber gefallen, wie Markus Söder auf seinen Vorredner reagiert hat, als er dann am Pult stand. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Friedrich, zunächst mal ein herzliches Dankeschön. Hier ist vorne alles nass. Hier ist vorne alles nass. Ich glaube, das wird so ein Politikerspruch, der viral geht. Sowas wie I have a dream. Ja, oder ich bin ein Berliner. In 20 Jahren werden alle sagen, oh, hier ist vorne alles nass.